So, und willkommen zurück hier bei XCOM. So, ich will gerade mal gucken, ob ich nicht irgendwie nochmal 160 Credits auftreiben kann. Das wäre mal nicht verkehrt. Oh, guck mal, wir haben da Ding nicht verkauft. Jetzt haben wir sogar mehr, das ist eigentlich nicht schlecht. Warum 160 Credits? Ganz einfach, wir bauen nochmal kurz 3 Satelliten nach. Dann können wir nämlich alle 3 Satelliten gleich, oder alle 5 Satelliten gleich nutzen, ne? So, herstellen, genau. Und 3. Und sehr schön, Auftrag erteilen. Na? Hallo, danke. So, und weil ich gesehen habe, dass das da hier, achso, das nutzt man nichts, da nichts. Hier unten 80 ausheben, ja, mach. Das da oben will ich mir nochmal für den Satelliten Teil frei halten. Dass wir da vielleicht noch mehr kriegen, aber alle Länder mit Satellitenabdeckung, das ist schon heftig. Ein UFO, Kanada, Mittel, Kundschafter, Abfangjäger starten, und zwar haben wir dort nur die. Shit, ich hab die nicht ausgerüstet mit irgendwelchen coolen Waffen. Das wird etwas heftig. Oh, ob wir den kriegen, das ist so die Frage. Wir sind dran. Okay. Wenn es zu schlecht aussehen sollte, also wenn er bei 50% ist, machen wir ein Manöver. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Entfernen meine. Hieß es, glaube ich, gell? Yeah. Und bei ihm wollte ich auch mal gucken. Mein Scharfschütze, ja. Ja, 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 ja. So machen wir das. So machen wir das. So läuft das doch wieder perfekt. Bereit machen zum Einsatz, Strike One. Ja, ja. Ja, ich weiß. Das Einsatzgebiet dieser Operation liegt in Kanada. Echt? Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Ja, Gott sei Dank. Das wäre ja schlimm, wenn sie in einer Großstadt abgestürzt wären. Hauptquartier bitte melden. Big Sky hat die äußere Markierung erreicht. Nähern uns der Absturzstelle. Einsatzteam erwartet ihre Befehle. Bestätigt, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis, feindliche Ziele an der Absturzstelle anzugreifen. Die Frage ist jetzt die, in welche Richtung müssen wir gehen? Das sieht so aus, als wäre es so gelandet, hä? Ist jetzt nur geraten, ich weiß es nicht. Bleibt mir nichts anderes übrig. Schauen wir einfach mal so. Aber es scheint wohl richtig zu sein, hä? Wie ich war. Ja, da ist es. Okay, das ist doch schon mal sehr, 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 sehr gut. So. Auf und davon. So, Kollege. Dann können wir ihn auch gleich nach vorne ziehen. Also, abstürzen sind die ja meistens relativ weit verteilt. Die Frage ist jetzt natürlich nur die, ist da wieder so ein hässlicher Roboter dabei? Ich hoffe ja nicht, ne? Das sind die einzigsten, die ich wirklich nicht brauche. Und hinterm Baum die volle Deckung, naja, ein paar Mal dagegen geballert und die Deckung ist auch wieder weg. So, das sind immer wieder so, naja gut, okay, die sind halt durch die Landung so verrostet, die Bäume, ne? Sind hier auch Bäume mit Blättern und so? Noch nie gesehen. Würde mir zumindest nicht einfallen. So. Ja, komm. Scharfschützen auf höher gelegenen Positionen haben eh eine bessere. Kann eh besser schießen. Auch wenn das minimal ist. Was soll's? Das hört sich wieder an wie diese dünnen Männer. Bei dir habe ich ja noch den stummen Schuss auf der Hinterhand. Im Falle eines Falles. So, jetzt aber ein bisschen vorsichtiger vorrücken. Erstmal so nach und nach. Dass wir schlimmstenfalls Feldpost nochmal aktivieren könnten, oder hast du nicht gesehen?
So, bei ihr bin ich dann schon wieder mutiger. Deckung hätten wir ja genügend. Die Frage ist dann halt, wo positioniere ich den Nix? Ach, er ist ja auch noch da, ne? Gehen wir mal darüber. Weil zu Chaos Crusher und zu Vitek dürften wir zu zweit da auch recht gut zurechtkommen. Ah gut, komm, bleiben wir mal in einer Linie hier. Ah, hallo meine Freunde, na euch habe ich ja vermisst. Gott sei Dank habe ich so nix noch nicht hin und her geschoben. Wo ist er denn? Doch, ich habe ihn schon hin und her geschoben. Da ist er doch schon. Ach Mist! Jetzt habe ich dich tatsächlich mit ihm hier verwechselt. Okay, dann machen wir mal Sturm und Schuss. Mal gucken, wie viele du erledigen könntest. Ach shit, ich habe dir vergessen, die neue Waffe zu geben. Ah, ärgerlich, 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 ärgerlich. Doppelschuss. Ja, kein Fehler. Das hat aber auch schon besser geklappt, ne? So, was machen die jetzt? Ach kommt, jetzt, er war doch erst verletzt. Jetzt ist er wieder dabei und jetzt wieder den Mist hier, oder was? Ach. Wen nimmst du? Irgendjemand anders da bitte? Nein, war ja klar. Also, er bekommt den Auftrag, euch alle drei zu töten. Das ist ja ganz klar, ne? Wenn ihr so weitermacht. Sie umgehen mich. Naja, gut, er wird dich töten. So einfach sieht's aus. So. Lieber Nix, du darfst erstmal so lange ein bisschen Zielübungen machen, bis du keine Lust mehr hast. Weil die haben halbe Deckung, ne? Das ist wieder blöd. Sehr schön. So, Vitek, du darfst den dort hinten mal liquidieren. Na gut, das war schon mal so nix, mein Freund. Aber noch ist nicht aller Tage Abende. Oh, sehr schön. Und du darfst. Oh, das wäre blöde, dich so hinzustellen. Du gehst natürlich dahin. Wechsel hier mal die Waffe und jetzt darfst du ihn töten. Es geht doch nicht so weit, oder? Ja, dass das ein kritischer Treffer war, das hätte ich jetzt so nicht gedacht, ne? Okay, passt denn so ein mittleres Raumschiff so? Ja gut, das andere war ja auch ein ganz kleines Raumschiff, denn da hat er auch so einen riesen Roboter irgendwie reingepasst, ne? Da war das auch mittel? Weißt du es schon gar nicht mehr. Okay, was so weit vor? Werden wahrscheinlich eh wieder die meisten außen drum rumrennen, ne? So. Diese komischen Energie... Oder das komische Energiewesen hatten wir schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das hat einfach keine Lust mehr dabei zu sein. So. Das war auf alle Fälle Neutron. Wow, super, das interessiert mich jetzt aber auch vollkommen, dass ich das habe. Ich weiß nicht, hört man das Handy überhaupt wirklich so laut? Ich wollte das schon immer mal überprüfen. Könnt ihr mal sagen, weil ich werde es wahrscheinlich wieder total vergessen. So. Wobei, du solltest eigentlich auf lautlos sein, liebes Handy, ne? Okay, irgendwie. Darf keiner mehr von euch beiden die Tür aufmachen? Komm, ich brauche mal einen von euch beiden. Da ist nix. Okay. Interessant. Was sind die alle wieder?
100 pro verstecken die sich wieder an den blödesten Orten, dort wo ich nie nachschaue. Ja, dann kannst du eigentlich auch reingehen. So, sie macht auf gar keinen Fall die Türe auf. Nicht so... Ach, Mist, da hätten wir noch Rückendeckung gehabt. Okay, dann holen wir die Rückendeckung ein bisschen weiter vor. So. Aber jetzt satt. Erstmal hier, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Ach, die sind draußen, ne? Hey, habt ihr was gehört? Gehört? Ja. Aber auch im Schiff scheinen noch welche zu sein. Okay, die drei kümmern sich hier drinnen um das Schiff. Das ist eigentlich perfekt. Weil dann habe ich, meinen Sniper noch draußen. Das ist sehr, sehr gut. Sie kann dann gleich auch für oben und unten sorgen. Warte mal, dann machen wir die hier aber gleich mal auf Feldposten. Oder auch nicht. Ja, gut, an der Stelle nutzt er mir natürlich relativ wenig. Ach, da. Hi, Kollegen, wie geht's euch? Die können... Ja, pass auf. Dann schicken wir dich mal dahin, dass seine Flanke gesichert ist. Vitek. Du darfst die mal zerschreddern. Kriegst du beide zerschreddert? Das wäre natürlich geil. Oh, yeah! Schön! Ja, du gehst natürlich hier erstmal auf Feldposten. Ist ja mal ganz... Ach, guck mal, er darf sogar auch ihn sehen. Halt, nee. Ich sehe gerade, Sturm und Schuss ist bereit. Bring sie zur Strecke. Ja, ja, bringen wir auch. Das ist die Frage. Ist das dann zu weit für dich oder nicht? Um das da hier zu erschießen. So, Schnellfeuer. Und badabam, badabam. X-Ray neutralisiert. Guck mal, die Waffe ist vorne sogar zerbrochen. Wow, okay, das Ding macht doch viel Schaden. So viel Schaden hätte ich jetzt nicht gedacht. Muss ich offen und ehrlich dazugestehen. Auch hier Schnellfeuer, safe, safe. Ich meine, kostet ja nichts. Und wie man sieht, es war auf keinen Fall die falsche Idee. Ja. Das sind natürlich beide Ärztinnen hier, ne? Naja, gut, okay, das kriegen wir auch so hin. So, was sehen wir hier drinnen? Okay. Scheint aber auch keiner da zu sein, hä? So hoch, sie kann ja dann immer noch schlimmstenfalls zurück. Dann geht sie mal da in die Ecke rein. Hier hin. Oh. Der Nix geht dahin. Dann wissen wir zumindest schon mal, was hinter der Tür ist. Das habe ich mich nämlich gerade noch gefragt. Wo hat sich dann auch erledigt, logischerweise. Dann darf er die Tür hier auch gleich aufmachen. So, denn Odin. Beziehungsweise das Vitek, die schicken wir dann mal zur Ärztin, dass sie mal kurz seine Wehwehchen behandeln kann. Sie bleibt hier an dieser Tür. Okay. Wo sind die? Das ist schon ein bisschen komisch. Also auf alle Fälle, du lässt dich jetzt erstmal ärztlich behandeln. Hierhin. So. Ach stimmt, das war die Tür. Nicht die Tür dort unten. Jetzt, da war ich ja total falsch abgebogen. Toll, jetzt muss ich da einmal drehen komplett. So. Acht TP. Ganz ruhig, Soldat. Ich glaube, das mit den 50% hole ich trotz alledem noch. Bringt doch wahrscheinlich ein bisschen was mit. Positiver Hinsicht. So.
Das auch nix. Chaos Crusher. Ja, du kommst dann bitte mal dahin. Also zumindest diesen Raum will ich jetzt noch durchschauen, ob da irgendjemand drin ist oder nicht. Feinde gesichtet. Ah ja. Okay, das war ja fast wieder eigentlich klar, dass das der Fall ist, dass da so eins ist. Was natürlich jetzt von der reinen taktischen Aufstellung nicht gut ist. Wir machen das mal so. Sieh den immer noch. Okay, dann kommt schon mal so weiter zurück. Dann locken wir den jetzt einfach mal raus. Sie geht so weit. Macht Feldpost. Sollen die rauskommen? Ach, shit, da ist ja auch noch eine Tür. Okay. So, daran hätte ich natürlich denken können. Aber, hey, das Alien hat irgendwie die Arschkarte gezogen gerade. Nein, 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 nein. Ich will ihn. So, das Ding steht doch direkt vor dir, aber wahrscheinlich ist es natürlich so mit der Laserkanone ist natürlich immer, oder mit dem Sniper, wenn das Viech natürlich so 2 Meter vor ihm steht, ist immer blöde, ne? Naja, das hätte aber vielleicht ein bisschen mehr Schaden gemacht. Der gute Chaos Crusher, Sturm und Schuss, das altbekannte Spiel. Bis dorthin. Na? So, und Schnellfeuer und na? Wollte jetzt gerade sagen. Und jetzt wär's jetzt gewesen. So, Sophie-Turk. Komm, den kriegst du doch da drin. Na, nicht alles zerstören. Wir wollen da vielleicht noch ein bisschen was rausholen aus dem Schiff. Nur weil das hier abgespielt. Boah, Alter. Kann ich hier wieder zurückholen. Dorthin. Dran denken, das Viech macht sau viel Schaden. Auf der anderen Seite, wen hätte ich denn da noch alles? Sie, wo ebenfalls recht weit kommt. Ach komm, das riskieren wir. Sie darf ja auch noch recht weit gehen, ne? So. Holen wir einfach mal einen nach dem anderen dann rein. 3 Soldaten sollten ja lang, um das Ding zu töten. Hoffe ich zumindest. So. Sie geht bis dahin. Wir könnten ja auch eine Alien-Granate da reinschmeißen, aber ich glaube, das ist ein Cockpit, ne? Das würde ich dann schon einigermaßen gerne behalten. Einsatzziele erreicht. So geht's auch. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. In diesem Sinne. Baba.